Rein in eine neue Woche. Hallo und herzlich willkommen zu LTV Aktuell am Montag. Wir verraten gleich, warum Energie Cottbus trotz Saisonabbruch jetzt erst recht auf Spielmodus schaltet. Außerdem soll in Cottbus auch für Hobbysportler das Training wieder beginnen. Dafür gibt es aber strenge Bedingungen. Wie die aussehen, erfahren Sie. Wie immer beginnen wir mit dem täglichen Corona-Überblick. 7 Neuinfektionen gibt es in Cottbus. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 154. Im Kalthin-Klinikum und im Sana-Herz-Zentrum werden 27 Corona-Patienten behandelt. 12 davon auf den Intensivstationen. Ein weiterer Todesfall wurde registriert. Das ist allerdings eine Nachmeldung von Dezember. Im Landkreis Spree-Neiße gibt es 11 Neuinfizierte. In ganz Brandenburg steigen aktuell die Zahlen wieder an. Die Landesregierung führt deshalb von Donnerstag bis Dienstag eine nächtliche Ausgangsbeschränkung ein. Sie gilt in den Regionen, die an 3 aufeinanderfolgenden Tagen eine Inzidenz von über 100 haben. Die Wohnung darf dann zwischen 22 und 5 Uhr nur noch mit einem triftigen Grund verlassen werden. Ein erster Nachrichtenüberblick folgt jetzt. Am Kalthin-Klinikum kommt es erneut zu einem Tarifstreit. Wie sich der auswirkt, erfahren Sie jetzt. Keine Tarifeinigung. Auch in der dritten Tarifrunde für die 1800 nichtärztlichen Beschäftigten des CTK konnte keine Einigung gefunden werden. Die Klinikleitung hatte zuletzt angeboten, dass ab dem 1. August das Entgelt von nur 97% vom Entgelt des Tarifvertrags des öffentlichen Dienstes betragen soll. Verdis Forderung war eine Angleichung auf 98% ab Juli 2021 und eine Angleichung auf 100% ab Juli 2022. Die Klinikleitung hatte das abgelehnt. Nach dem Tarifangebot der CTK-Leitung soll das Entgelt für die nichtärztlichen Beschäftigten im CTK bis Ende Juli 2023 weiterhin nur 97% betragen. Blutspenden zu Ostern. Auch trotz des verschärften Lockdowns bleibt das Blutspenden um die Ostertage möglich und dringend notwendig. Schwerkranke Menschen in Kliniken müssen weiter jederzeit mit Blutkonserven versorgt werden können. Deshalb richtet der DRK Blutspendedienst am Grünen Donnerstag und Ostersamstag Sonderblutspendetermine ein. Allein in Berlin und Brandenburg werden jeden Tag rund 600 Blutspenden benötigt, um die Patientenversorgung zu sichern. Einige Blutbestandteile, die Blutplättchen, werden als Medikamente aus dem Spenderblut gewonnen. Sie sind nur maximal 5 Tage haltbar, weshalb es wichtig ist, kontinuierlich zu spenden. In der Region kämpfen gleich 2 Menschen gegen Blutkrebs an. Die 37-jährige Cindy aus Döbern und der zweifache Familienvater Christopher aus der Nähe von Keukwitz. Beide haben den Krebs schon einmal besiegt. Umso schockierender ist die erneute Diagnose. In beiden Fällen kann nur noch eine fremde Stammzellspende helfen. Wenn Sie sich typisieren lassen wollen, dann melden Sie sich bei der Deutschen Knochenmarkspenderdatei. Wie geht es bei Energie Cottbus weiter? Nach dem vorzeitigen Saisonende könnte eigentlich der Ruhemodus eingelegt werden. Das Gegenteil ist aber der Fall. Das Training läuft ganz normal weiter. Denn was viele schon vergessen haben, der Landespokal muss noch ausgespielt werden. Das Viertelfinale ist seit November offen. Für FCE-Präsident Sebastian Lemke gibt es nur eine Lösung. Es gab Gespräche auch mit uns vom Landesverband, was unsere Vorstellungen, unsere Ideen wären oder was unsere Gedanken dazu sind. Man ist in der Situation, dass ja im Landespokal verschiedene Ligen vertreten sind. Einige können momentan trainieren, einige können nicht momentan, können nicht trainieren. Wir wollen sportlich klären auf jeden Fall, das wäre uns sehr wichtig. Und dass wir den Landespokal gewinnen wollen, ist, glaube ich, selbstverständlich. Das geht im DFB-Pokal. Dass das für uns noch eine große Einnahmequelle ist, ist logisch. Und sportlich gesehen für die Jungs immer eine Riesenmotivation, im DFB-Pokal zu spielen. Welche Möglichkeiten es konkret für den Landespokal gibt, darüber wird heute Abend im Landesverband beraten. Schwierig ist vor allem die sportliche Situation. 4 von 8 Mannschaften dürfen aktuell nicht trainieren. Wenn es um die Kinder- und Jugendarbeit in Cottbus geht, dann ist über Jahre hinweg immer wieder der Name Marianne Materna gefallen. Sie hat sich ehrenamtlich für den Cottbuser Nachwuchs eingesetzt. Materna ist seit 2019 im Ruhestand. Für ihren Einsatz wurde sie am Samstag mit der Ehrenmedaille der Stadt ausgezeichnet. Später darf sie sich sogar in das Goldene Buch eintragen. Oberbürgermeister Holger Kelch bedankt sich bei Marianne Materna für ihr jahrelanges ehrenamtliches Wirken für Kinder und Jugendliche.
Mit ihnen beschäftigen sich in der Freizeit auch die Übungsleiter und Leiterinnen. Doch viel zu tun gibt es aktuell nicht. Die Trainingsstätten sind schon wieder leer. Gruppensport ist nach nur 2 Wochen erneut verboten. Die Mitglieder vom Stadtsportbund haben dafür kein Verständnis mehr. Sie haben deshalb Lösungen entwickelt, wie gemeinsamer Sport auch während der Pandemie möglich ist. Alles digital. Die jährliche Mitgliederversammlung des Stadtsportbundes wurde pandemiebedingt ins Internet verlegt. Zu besprechen hat es aber reichlich gegeben. Schließlich steht das Vereinsleben weiterhin still. Das ist ein ganz großes Thema, das wieder aufs Tableau zu heben, denn der Großteil unserer Mitglieder sind nun mal Freizeit- und Breitensportler. Wir haben zwar Profisport in Deutschland, wir sind auch in der Lage, offensichtlich ausgerechnet in Bayern, finde ich ganz lustig, eine nordische Ski-WM auszurichten oder eine Rodel-WM, aber die Schlitten und die Skier der Kinder, die stehen halt zu Hause in der Garage. Das passt nicht. Und das kann auch nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Daher unser Wunsch und auch mittlerweile unsere Forderung, liebe Leute, liebe Entscheider, es sind ja nicht so viele, die das entscheiden, leider, holt euch bitte auch anderen Sachverstand hinzu als den, der momentan vielleicht immer hinzugezogen wird. So sehen das auch die Mitglieder, denn das Interesse war groß. Rund 90 Delegierte haben teilgenommen. Das grenzt an eine Rekordbeteiligung bei einer Mitgliederversammlung. Wir haben fast alle Beschlüsse einstimmig gefasst und wir haben uns dann natürlich ausgetauscht zur aktuellen Situation und was man machen kann. Es war aber ein faires Miteinander. Es war auch richtig, dass man sich Luft gemacht hat. Denn der Mitgliederrückgang nimmt zu. Immer mehr Menschen verlassen die Sportvereine. Im letzten Jahr hat es 700 Abmeldungen gegeben. Im Jugendbereich waren es 200. Um dem entgegenzuwirken, wird ein Pilotprojekt angestrebt. Dass alle Kinder, die ohnehin getestet werden und wenn sie negativ getestet werden, zum Sport dürfen und die Vereine mit uns gemeinsam organisieren, dass die Übungsleiter, Trainer, auf die sie dann treffen, sich auch vor Ort testen lassen. Und das wollen wir als Modell machen, denn das ist allen klar, es kann so nicht weitergehen. Wir brauchen Bewegung. Lösungen werden also entwickelt. Doch aktuell ist im Sportlichen wieder überhaupt nichts möglich. Die Lockerungen sind zurückgenommen. Deshalb ganz klare Forderung, Sport im Freien muss jetzt wieder stattfinden. Wir brauchen eine Perspektive. Wir sind es einfach leid, ständig Hygienekonzepte zu schreiben. Wir machen das alles in unserer Freizeit und die dann ständig wieder in die Tonne zu treten. Wir wollen einfach auch Sport wieder treiben und wir wollen auch Veranstaltungen wieder durchführen können. Die Cottbuser Sportfamilie hält deshalb zusammen und kämpft für baldige Lockerungen. Ein großer Wunsch dabei sind die Ostsee-Sportspiele. Die würden die Beteiligten am 2. Juni-Wochenende auch unter strengen Auflagen gerne durchführen. Nicht nur der Sport fehlt, die gesamte Freizeit ist gestrichen. So kommt es einem jedenfalls vor. Genau die Dinge, die Spaß machen und vom Alltagsstress ablenken, sind durch Corona aktuell verboten. Was bleibt, ist die eigene Wohnung und viel Zeit für sich selbst. Und genau das macht immer mehr Menschen zu schaffen. Die Gruppenräume sind verwaist. Ein gemeinschaftliches Leben ist im Lockdown aktuell nicht möglich. Das schlägt auf die Psyche. Immer mehr Menschen sind verzweifelt, fühlen sich einsam und perspektivlos. In ihrer Not wenden sie sich an die Telefonseelsorge. Von Verzweiflung über Wut, existenzielle Ängste, finanzielle Sorgen, wie geht's weiter mit dem Job, wie geht's weiter mit der Firma, Überforderung, Überlastung in den Familien. Die Betreuung der Kinder, das schlaucht mächtig und diese Verzweiflung erleben wir, begegnet uns am Telefon. Und die Anrufe nehmen zu. Inzwischen kann es auch schon 3-mal dauern, bis der Anruf angenommen wird. Unter der 0800 111 0111 oder 222 am Ende gibt es aber auf jeden Fall rund um die Uhr Hilfe. Wie wichtig das ist, zeigt eine aktuelle Statistik. Demnach überlegen deutschlandweit 17% aller Anrufer der Telefonseelsorge, sich das Leben zu nehmen. Vera von der Ostensacken kennt die aktuellen Ängste der Menschen. In der Lutherkirche können sich Hilfesuchende normalerweise ablenken und über Probleme sprechen. Durch Corona geht das aber nicht. Gerade für diese Menschen ist der Lockdown eine zusätzliche Belastung. All die Gruppen, all die Treffen, all die Gemeinschaftsdinge, all das, wo Menschen einfach auf Menschen treffen. Und wo es einfach nur gut tut zu sehen, der andere ist auch da, ich bin nicht allein. Oder der erlebt vielleicht auch was.
oder die Räume, die wir hier haben, wo Menschen hinkommen können und über Dinge reden, über die man vielleicht nicht im Café sprechen würde oder mit einem Fremden am Telefon, höchstens bei der Telefonseelsorge. All diese Dinge, die können wir jetzt nicht bieten und das tut den Menschen weh. Das ist richtig eine schwere Last. Denn für viele sind die Angebote der einzige Kontakt. Damit genau denen geholfen wird, gibt es in der Gemeinde Kolkwitz die Initiative Bei dir sein. Unter der 0355 29 30 014 können sich einsame Menschen melden oder diejenigen, die Gesellschaft leisten wollen. Die Idee ist aus der vor 2 Jahren gegründeten Nachbarschaftshilfe entstanden. Wir haben jetzt gerade zur Corona-Zeit gedacht, das wäre vielleicht noch eine Draufsattlung auf die Nachbarschaftshilfe für Menschen, die jetzt nicht von diesem Vereinsleben profitieren können. Also wir haben ja viele Chöre, viele Vereine, wo auch ältere Menschen und einsame Menschen noch schon gut untergekommen sind, aber jetzt gerade zu Corona-Zeiten. Und es gibt sicherlich auch Menschen, wo man sagt, die wollen vielleicht einfach nur unter 4 Augen mit jemandem sprechen, auf der Gartenbank zu Hause, am Küchentisch. Und für die haben wir diese Initiative Bei dir sein nochmal draufgesattelt auf die Nachbarschaftshilfe, wo es eben nicht darum geht, zu helfen im Garten, sondern einfach nur diesen Kaffeeklatsch mal ein Pläuschen unter 4 Augen. Das spricht sich rum. Inzwischen gibt es auch schon Anfragen aus Cottbus. Das Angebot können allerdings nur Bewohner aus Kolkwitz und den dazugehörigen Ortsteil nutzen. Aber auch Menschen mit einem großen Freundeskreis können sich allein fühlen. Aus Angst, schwach dazustehen, behalten viele die Probleme für sich. Ein Anruf bei der Telefonseelsorge hilft aber. Alleine ein fremder Mensch, dem ich etwas erzähle im Schutz der Anonymität, hat nochmal einen anderen Blick auf die Situation, kann auch nochmal eine andere Sichtweise auftun, Perspektiven eröffnen. Und oftmals ist es ja das, sich von der Seele reden, das, was schon alleine eine große Entlastung gibt. Keiner muss sich also schämen, denn über Gefühle und Probleme zu sprechen, ist immer erleichternd und viel besser, als den Frust in sich hineinzufressen. Und wenn es aktuell schon keine Veranstaltung gibt, dann muss man sie sich eben schaffen. In der Cottbuser Sprem ist am Wochenende wieder die Pinguin-Karawane unterwegs gewesen. Einsteigen bitte und einmal quer durch die Innenstadt war angesagt. Immer wieder ein abwechslungsreicher Hingucker durch den Lichtkünstler Jörn Harnitsch. Und damit sind wir jetzt sozusagen an der Endstation angekommen. Christine Erdner führt Sie morgen charmant durch die Sendung. Das Einschalten lohnt sich also ohnehin. Schönen Abend für Sie, machen Sie's gut. There's a light, a certain kind of light that never shone on me. Finally got you, ain't got you, baby. I don't know what it's like. Der neue Renault Captur, so vielseitig wie sie. Jetzt Probefahren in Ihrem Autohaus Hertel und Söhne. Lamsfelder Straße 1 in Cottbus. Weitere Infos unter renault-hertel-cottbus.de oder telefonisch unter 0355 48 64 27 90. Käse ist gesund. Käse ist frisch. Käse ist sinnlich. Käse ist reif. Käse ist verführerisch. Wenn Käse, dann aus dem Paradies. Du studierst oder machst eine Ausbildung? Dann wird es Zeit für deine erste eigene Wohnung. Zusammen mit der EG Wohnen. Ab 299 Euro im Monat für eine Dreiraumwohnung in fast jedem Stadtteil von Cottbus. Wenn du jetzt neugierig geworden bist, dann lass dich doch einfach beraten. Wochenkurier. Hier sind Sie zu Hause. Kontrastreiches, klares Sehen,
ohne störende Blendung mit der Wellness Protect Sonnenbrille der Firma Eschenbach. Mehr dazu erfahren Sie bei uns. Low Vision Cottbus, Ihr Fachgeschäft für vergrößernde Sehhilfen und Spezialsehhilfen, Friedrich-Ebert-Straße 16.